Servus und willkommen zu Showdown. Ich bin Marv und präsentiere euch hier Gameplays zu verschiedenen Spielen. Wenn ihr dabei sein wollt, ein funktionierendes Mikrofon habt und ein Thema habt, worüber ihr sprechen wollt, schreibt mir eine PN auf YouTube. Wir spielen heute Warhammer 40k Space Marine und an meiner Seite ist der NettoTV. Servus. Hallo Leute. So, du hast ein Thema mitgebracht, wo du heute drüber reden möchtest. Schieß mal gleich los. Jo, genau. Ich wollte heute mal mit dir über Suchtprobleme bei Spielen reden. Oder bei Online-Spielen oder Spielen allgemein. Und ja, wollte mal deine Meinung dazu hören, wie du das findest, ob man schnell in die Sucht fallen kann und so. Anfangs vielleicht. So, ja, magst du anfangen zu erzählen oder willst du gleich meine Meinung hören? Ich kann ja erstmal anfangen. Also, ich bin auf das Thema aufmerksam geworden, weil ich einen auf Arbeit hatte, einen Kollegen, der war wirklich süchtig bei Spielen. Also, jetzt WoW war das in seinem Fall. Und das ging sogar so weit, dass er gar nicht mehr zur Arbeit gekommen ist teilweise. Okay. Aber das WoW ist auch ein sehr gutes Beispiel, weil da kenne ich nämlich auch jemanden. Okay. Das ist ganz schön krass eigentlich. Gerade Online-Spiele haben doch einen gewissen Suchtfaktor und erledigen dann die Leute ganz schnell. Also wenn sie dann da immer spielen und so. Ja, ich mach dich doch schon wieder, Per, ja, pass auf. Halt. Ja, ich merk schon. Wir spielen hier übrigens eine Runde Deathmatch, er gegen mich, relativ große Karte. Das Problem ist, wir hatten auch schon mal die anderen Sachen ausprobiert, aber da wir beide noch Level 1 oder Level 2 oder Level 3 oder so sind, ganz am Anfang, ist es halt einfach so, dass man halt wahnsinnig wenig Ausrüstung hat und gegen die ganzen Gegner nicht ankommt. Oh, jetzt hast du mich erledigt. Im Nahkampf. Ja, das war alles ein bisschen schwierig am Anfang, dabei noch zu reden. Genau. Versuchen wir uns wieder auf das Thema zu konzentrieren. Ja, dein Kollege ist süchtig gewesen. Oder ist süchtig nach World of Warcraft. Ja, genau. Nee, er hat es jetzt schon geschafft. Mhm. Kommt wieder regelmäßig zur Arbeit. Ja, anfangs war es halt so. War halt früh immer extrem müde, weil er die ganze Nacht einfach durchgesuchtet hat. Irgendwann ist er halt nur noch zum Arzt gegangen und kam halt immer weniger zur Arbeit, zur Ausbildung halt. War das noch. Mhm. Und langsam hat sich dann gebessert, weil er halt auch Abmahnungen dafür bekommen hat. Aber das kann ganz schnell gehen, finde ich. Ja. Mit der Sucht. Ja, das ist gerade Online-Spieler, du flüchtest dich ja letztendlich in ferne, fremde Welten und bist halt dann dort Ork-Krieger Level 80, 85, keine Ahnung was. Mit den dicken Epics. Früher war das ja noch, wo World of Warcraft keine großartigen Add-ons hatte oder so, war das ja noch ein bisschen krasser mit den ganzen Epics. Und stand man ja irgendwie immer in Stormwind oder in Orgrimmar oder so und hat dann die ganzen Sachen so präsentiert. Ja, genau. Und ich finde jetzt nicht nur, dass es unbedingt World of Warcraft betrifft, das ist ja jetzt auch zum Beispiel Call of Duty oder Minecraft. Kann das genauso schnell passieren? Das ist richtig, ja. Gerade in Spielen, wo du halt irgendwelche Herausforderungen hast oder irgendwelche Schlachten schlagen musst oder ein Level. Das Level-System ist sowieso sehr suchtfördernd, finde ich. Das hat dieses Spiel zum Beispiel auch. Also müssen wir aufpassen, dass wir jetzt hier nicht süchtig werden nach Space Marine. Richtig. Die Gefahr ist groß. Also, wenn keine YouTube-Videos mehr kommen, wisst ihr Bescheid. Genau. Da haben wir uns irgendwie in die Welt von Space Marine geflüchtet und versuchen da nur noch der beste Space Marine in ganz Space Marine Land zu werden. Okay. Hast du selber Online-Rollenspiele gespielt? Ich hatte mal WoW gespielt, allerdings nur bis Level 40, 50 rum. Mhm. Und dann hatte ich selber keine Lust mehr. Also ich kann das nicht richtig nachvollziehen, wie man da jetzt so richtig süchtig von WoW selber werden kann. Aber bei anderen Spielen kann ich das gut nachvollziehen halt. Muss man schon echt aufpassen. Ja gut, also ich selber habe zum Beispiel auch viel WoW gespielt, aber war halt nicht der typische Suchtkandidat, weil ich halt immer in der Ausbildung drin war und auch wahnsinnig viele andere Sachen immer zu tun hatte. Es ist dann natürlich so, dass du dann da auch gar nicht so reinkommst. Aber es hat natürlich einen gewissen Suchtfaktor. Aber du hast vollkommen recht, Minecraft hat den genauso wie Call of Duty oder jetzt zum Beispiel Battlefield mit dem Premium und so. Also das ist schon so, dass du, oder auch ein normales Battlefield, dass du da immer an der Schwelle bist, zu sagen, ich will eigentlich mehr. Oder Diablo, auch ein schönes Beispiel. Es gibt, du kannst immer besser werden. Du kannst immer besser werden, immer stärker werden.
Und man will besser sein als die anderen und dann dafür muss man halt viel spielen. Bei den meisten Spielen. Ist halt so. Um auch die Ausrüstung zu bekommen und. Ja, verkämpf dich ruhig da oben. Ein bisschen weit weg. Ja, kommt gar nicht richtig an. Meine Kugeln bei dir schon, glaube ich. Ja, ein paar haben getroffen, aber auch nicht alle. Na gut, es ist natürlich zum Zuschauen, es ist jetzt ein bisschen langweilig, weil wir sind halt nur zu zweit. Aber die ganzen anderen Sachen wären einfach nicht gegangen, weil das zu viel Trubel wäre, um sich dabei noch auf das Thema zu konzentrieren. Und da solche Themen auch einfach mal angesprochen werden müssen, machen wir aber eine ruhigere Runde. Genau, eine ganz ruhige Runde. Wir können es ja so machen, dass wir einfach nochmal jetzt so 3 Minuten spielen und dann mal versuchen, in der Coop-Kampagne den zweiten Teil des Gesprächs aufzunehmen. Um mal zu gucken. Ja, genau, das ist noch eine gute Idee. Dass wir da doch ein bisschen Abwechslung haben, aber man wird dann halt sehen, dass es halt sehr viel actionreicher ist und wirklich viel, viel abgeht. Also wir verlieren jetzt schon wieder den Faden, müssen also aufpassen, Sucht in Spielen. Wie wirkt sich sowas denn, wenn du jetzt direkt mit dem zusammenarbeitest, wie wirkt sich das denn auf den Chef zum Beispiel aus? Der ist ja natürlich nicht so wahnsinnig glücklich. Na, es ist halt in der Ausbildung gewesen und der Ausbilder hat das eigentlich gar nicht weiter mitbekommen, da der halt auch nicht so viel drin war. Wir kriegen halt unsere Aufgaben oder haben unsere Aufgaben bekommen und da hat er das halt nicht weiter mitbekommen. Irgendwann ist es halt aufgefallen, wo er denn immer noch krank gemacht hat. Ja. Aber das war dann echt so krass, der hat über gar nichts anderes mehr geredet, hatte nur noch seinen World of Warcraft da im Kopf. Also wie du gesagt hast, du hattest dich auf Ausbildung konzentriert, da muss man immer gucken, wo bei jenen halt die Prinzipien liegen. Ja. Er war ja halt auch in der Ausbildung und trotzdem ist es halt passiert. Ja, und das ist vor allem auch etwas, was du nicht nur auf eine bestimmte Schicht an Menschen irgendwie... Ja, oder sagen kannst, das kann nur denen passieren, weil das kann, glaube ich, auch jedem passieren. Weil gerade die solche Spiele, die haben natürlich ihren Reiz, dadurch, dass sie halt so ja dieses Level haben und dieses immer besser werden, immer stärker werden, immer der andere kann dich auch sehen und du kannst den irgendwie auch erledigen. Und also, ich muss aufpassen jetzt hier so. Okay. Also kann wirklich ganz, ganz schnell gehen, die ganze Sache. Ich hatte auch mal extrem lange viel Minecraft gespielt und da habe ich dann auch echt aufgepasst, dass ich dann wirklich gesagt habe, ja, hier Maximum 2 Stunden, dann höre ich aber erstmal auf und dass ich mir dann halt ein Zeitlimit gesetzt habe. Ja, man muss da irgendwie, wenn man da wirklich das Problem hat, muss man halt aufpassen. Also wenn ich mir zum Beispiel anschaue, wie viele Leute auch in Call of Duty oder in Battlefield 3 oder in anderen Spielen halt wirklich Maximallevel auch erreicht haben. Maximallevel ist ja nicht schlimm. Du kannst ja auch Maximallevel in normaler Spielzeit erreichen. Aber es ist die Grenze zwischen, das ist mein Hobby und ich habe total Spaß dran, weil es ist halt irgendwie ein Spiel, was ich jeden Tag spiele. Und man sagt ja mittlerweile schon so im Gamer-Jargon, ja, ich war schon wieder am Battlefield oder am Minecraft-Suchten oder so. Es ist mittlerweile eigentlich so eine Floskel, die eigentlich auch total eigentlich zutrifft. Ja, ist wirklich häufig so. Ich war auch eine Zeit lang halt in so einem Call of Duty Clan, habe ich gespielt. Und da gab es halt auch einen, der hatte wirklich extrem schnell das höchste Level. Obwohl wir halt vom Skill her ungefähr gleich waren, hatte er das halt nach, weiß ich nicht, 2, 3 Monaten, hat er höchste Prestige erreicht gehabt. Und da war ich gerade mal beim 2., 3. oder so. Ja, dann haben die Leute einfach mehr Zeit. Das ist also Sucht und wahnsinnig viel Zeit haben, das ist natürlich immer noch ein Unterschied. Na? Also wenn du jetzt zum Beispiel arbeitslos bist und eigentlich auch keinen Bock hast, irgendwas anderes zu machen oder auch gar keine Zeit oder was auch immer, ich will da gar nicht zu weit rausgreifen, kann es natürlich sein, dass du, wenn du viel Zeit hast und halt wirklich gerne das Spiel spielst, dass du das halt immer spielst. Ab wann ist dann der Schritt zur Sucht? Ja, genau, und ich weiß gar nicht, ich hatte so um die, weiß ich nicht, 30, 40 Stunden, da war er halt schon fast bei 1000 Stunden und irgendwo ist da denn doch so ein gewisses Suchtpotenzial schon da, finde ich, ab einer bestimmten Anzahl an Zeit jetzt. Ja, so, ich glaube, wir wechseln mal auf die andere Karte.
So, zweite Runde. Wir spielen jetzt eine Runde im Coop-Modus und müssen jetzt hier uns ein bisschen gegen diese Viecher erwehren und wollen natürlich gleich wieder ans Thema anschließen. Ich wollte noch erzählen, dass ich ja auch einen Fall kenne von jemandem, der ebenfalls süchtig war. World of Warcraft ist dann natürlich das beste Beispiel. Wir hatten ja auch schon gesagt, dass es auch andere Spiele betrifft, aber World of Warcraft war halt da bei ihm das Thema. Und es war dann einfach so, dass derjenige komplett verwahrlost ist. Er war arbeitslos, er war nur zu Hause. Durch das Hartz IV ist irgendwie das Internet und alles bezahlt worden. Und er hat zu Hause nicht mehr aufgeräumt und hat auch sich um alles andere nicht mehr gekümmert. Körperhygiene war irgendwie Mangelware. Das ist natürlich dann der ganz, ganz krasse andere, die ganz, ganz krasse andere Seite, die da wirklich irgendwie mitspielt. Weil, also, das ist natürlich schon blöd, wenn du das machst, aber wo es wirklich gefährlich wurde, war dann, als er dann aufgehört hat zu essen. Wo er dann wirklich nur noch irgendwie am Zocken war, weil er hatte keine Zeit zum Essen. Er musste da jetzt... Okay, wenn es so weit ist, ist es echt krass. Ja. Muss man schon sagen. Das ist dann natürlich schon echt übel. So. Also ich muss sagen, bei meinem Fall war es jetzt nicht ganz so weit. Ich bin gleich wieder da, so. Da war es jetzt nicht ganz so krass, dass er da, also, Essen gegessen hat er noch. Und aber die Wohnung hat er halt auch absolut gar nicht mehr aufgeräumt. Er hatte halt echt schon eine Abmahnung bekommen und dadurch ist er halt auch wach geworden sozusagen. Er hat gesagt, hey Leute, kommt, ich brauche Hilfe, könnt ihr da nicht, fällt euch da vielleicht was ein? So, da haben wir gesagt, ja, können wir ja mal gucken. Und dann haben wir halt mit seiner Einstimmung halt seinen PC direkt mitgenommen. Und dass er halt gar nicht in Versuchung kommt, jetzt wieder World of Warcraft zu spielen. Und das hat ihnen auch echt geholfen. Also dadurch hat er das Problem dann auch in den Griff gekriegt. Und mittlerweile hat er dann auch seinen PC wieder und spielt auch nicht mehr. Okay. Also das hat echt geholfen, dass dann ihm auch Leute unterstützt haben dabei bei der ganzen Sache. Mhm. Na, das ist doch gut. Aber ich finde, das muss halt auch immer von der Person selber kommen, dass sie das wollen. Ja, gut. Dass sie die Unterstützung überhaupt wollen. Klar, aber es ist natürlich ganz schwierig aus dieser Sucht, aus diesem Teufelskreislauf, in dem du letztendlich drin bist, da auszubrechen. Ja, richtig. Da muss man doch erstmal irgendwas haben, damit man da wach wird. Damit man das echt merkt, ja, hier, ich habe da ja wirklich ein Problem. Weil die meisten sehen das ja auch gar nicht ein. Ja, hier, ich bin gar nicht süchtig, kann gar nicht sein. Ich spiele zwar ein bisschen, aber süchtig bin ich nicht, ich könnte aufhören. Und ja, richtig, so klar. Ist es eigentlich gar nicht. Ja gut, das ist immer die Frage, ab wann ist man süchtig, wie kann man das deklarieren? Also ich spiele ja nun auch jetzt relativ viel, aufgrund der Let's Plays. Du bist ja auch Let's Player und du bist ja, genau. Ja doch relativ, boah, ich bin gleich schon wieder tot. Man ist ja relativ viel aktiv am Zocken, es ist ja nicht so, dass du halt wenig machst. Ja, und das ist ja nicht nur das Zocken, das ist ja auch die Zeit, die man dann im Internet verbringt, auf YouTube und überall, um mal die ganzen Kommentare zu lesen. Gut, bei mir sind es noch nicht ganz so viel, aber man muss ja halt gucken, was man macht und halt die Videos vorbereiten, rendern. Das ist ja auch alles Zeit, was du im Computer verbringst. Ja, klar. Das ist auch eine Gefahr, die da natürlich ist. Die trifft natürlich auch genau. Jeden. Oh, wir sind ist vorbei. Oh, ja. So schnell kannst du. Ja, gehen. Ich glaube, das probieren wir nochmal. Mal gucken, ein erneuter Versuch, so in 20 Sekunden. Einen Versuch machen wir noch, würde ich sagen. Wenn man jetzt das Problem hat, man ist, oder man hat das Gefühl, man könnte süchtig sein, was würdest du demjenigen raten zu tun? Also ich würde echt raten, dich an anderen Personen zu wenden, denen man vertraut, vielleicht auch die Eltern, und sagen, ja, hier... Wie ist denn das? Ab wann ist man süchtig? Oder ist das vielleicht bei mir schon so weit? Und außenstehende Personen können das dann meistens besser beurteilen als man selber, wenn man jetzt da drin ist. Ja. Und halt, oder irgendwelche guten Freunde, denen man halt vertraut, wo man denkt, ja, der sagt jetzt nicht, hier bist süchtig einfach so, sondern die merken ja auch, wenn man jetzt vorher mit denen schon befreundet war, dass halt der Kontakt nachgelassen hat, ist ja meistens dann auch so, wenn man süchtig ist. Ja, dass man sein Real Life dementsprechend einfach vernachlässigt und da keine, genau. keine Zeit mehr hat. Und da sollte man sich dann halt mal an solchen Personen wenden. Das gehe ich schon wieder ab, ey. Super, jetzt bin ich irgendwo unten unter einer Treppe gelandet. Wenn ich 2 Sekunden musst du noch durchhalten. Okay, du kannst schon fliegen? Ja, ich habe den
irgendwie den Standard auf Level 3 schaltest du den Standard Space Marine frei und der kann irgendwie fliegen. Okay. Nicht schlecht. Ja, das ist schon ganz gut. Natürlich ein kleiner Vorteil. Ja, bin ich auf jeden Fall nicht mehr ganz so oft in der Schussbahn, sollte man meinen. Ich bin gleich schon wieder tot. Ich hoffe, du hältst durch. Ja, muss ich gucken. Ich renn mal. Oh Mann. Ja, ist schon nicht so einfach hier durchzuhalten bei dem Spiel. Nee, das ist auf jeden Fall. Deswegen haben wir auch die Aufnahme am Anfang anders gestartet. Und jetzt versuchen wir hier noch so ein bisschen durchzuhalten. Oh. Ich glaube, die Welle haben wir gleich geschafft, oder? Das wäre gut, ja. Ich halte eh nicht mehr viel aus. So, das einer muss noch leben. Ja. Laut der Anzeige da oben, wenn das die ist von der Welle jetzt. Ja, müssen wir mal gucken, wo der ist. Ah, hier ist einer. Hast ihn. Hm. Okay, das war er. Super. Okay, aber das ist auch, glaube ich, ein guter Zeitpunkt jetzt zu sagen, wir hören auf. Magst du noch irgendwas Abschließendes sagen zum Thema Sucht? Zum Thema... Ja, ich würde mich halt an die Abonnenten wenden und falls ihr halt wirklich merkt, es könnte wirklich was sein, wendet euch halt an andere Personen, die ihr vertraut und guckt da nochmal. Vielleicht hat es euch ja wachgerüttelt, ja. Genau, vielleicht ist es ja auch immer ein Thema. Oder ihr habt jemanden in eurem Bekanntenkreis, wo ihr merkt, dass der irgendwie sich nicht mehr so wirklich auf sein richtiges Leben konzentriert und eigentlich nur noch irgendwie in den Games versinkt. Jeder muss das natürlich genau irgendwie selber wissen, aber es hilft natürlich immer, wenn man Freunde hat, die einen bei sowas unterstützen, weil dann ist es auch sehr viel leichter, da irgendwie auch zu sehen, wie schlecht geht es einem dann da wirklich oder ist das alles eigentlich nur übertrieben, weil er zockt doch einfach nur ganz normal. Ja, richtig, sehe ich genauso. Genau. Damit verabschieden wir uns aus einer Runde Warhammer 40k Space Marine. Der Showdown ist vorbei. Und ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Showdown bei Marv. Bis dahin, Servus. Ciao. Das war's auch schon wieder. Wenn du bei einer der nächsten Showdown-Folgen als Gast dabei sein möchtest, musst du bitte folgende Dinge beachten. Schreib mir deine Bewerbung per privater Nachricht auf YouTube. Du brauchst ein Headset mit funktionierendem Mikrofon, solltest dich gut artikulieren können und ein Thema mitbringen, über das wir reden können. Dann bist du vielleicht schon in der nächsten Showdown-Folge dabei. Danke fürs Zuschauen und Bewerten. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, euer Marv.